Perspektiv wird präsentiert von Metro Group. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zur 32. Ausgabe von Perspektiv, dem Magazin zum Thema Integration. Heute sind wir in München. Unser Gastgeber ist der berühmte deutsche Schauspieler Horst Jansson. Er ist laut einer GfK-Studie einer der beliebtesten deutschen Schauspieler. Mit Herrn Jansson werden wir uns heute über seine eindrucksvolle Filmkarriere rund um das Thema Integration und über seine Vorliebe zur Türkei unterhalten. Wir sind gespannt. Zunächst jedoch, wie gewohnt, unser Bericht zur Sendung. Horst Jansson ist einer der beliebtesten deutschen Schauspieler. Er ist in Mainz geboren und lebt mit Frau und Tochter in München. Er hat seit Ende der 50er Jahre in unzähligen Spielfilmen und Fernsehserien mitgewirkt. Trotz seines Alters, das man ihm nicht ansieht, ist er immer noch sehr aktiv. Die Budenbrocks 1959, Das Glas Wasser 1960, The Mackenzie Break 1970, Ein toter Taucher nimmt kein Gold 1973, Die Zwillinge vom Immenhof, Captain Kronos Vampirjäger, Frühling auf Immenhof, Brüll den Teufel an, Steiner, Das eiserne Kreuz Teil 2, To Catch a King sind nur ein kleiner Teil der Titel, bei denen er mitgewirkt hat. Nach der Serie Salto Mortale eroberte Horst Jansson als Bastian die Herzen der deutschen Zuschauer in der gleichnamigen TV-Serie, die erstmals 1973 im ZDF ausgestrahlt wurde. Als Horst in der Sesamstraße ist er auch der nächsten Generation ein Begriff. Der sportliche Horst Jansson reitet seit 1998 immer wieder als Old Shatterhand und Old Firehand über die Freilichtbühnen von Karl-May-Adaptationen. Er ist auch immer wieder auf Theatertourneen zu sehen. Ich mache Ihnen erstmal ein paar Kopien. Hanna? Neben den unzähligen Auftritten ist seine Rolle im preisgekrönten Film Dunkelrot von Frauke Thielecke besonders erwähnenswert. Hier spielt er sehr eindrucksvoll den Mann einer an Alzheimer erkrankten Frau. Seine erste Begegnung mit der Türkei war während der Dreharbeiten zu Zwei Kerle aus Granit in den 70ern. Hauptdarsteller waren Tony Curtis und Charles Bronson. Auch Fikret Hakan und Salih Güney spielten bei diesem Abenteuerfilm mit. Ende der 80er Jahre kehrte er als Hauptdarsteller von der ARD-Serie Zwei Schlitzohren in Antalya in die Türkei zurück. Und seitdem verbringt er, wenn möglich mehrmals im Jahr, seinen Urlaub an der türkischen Riviera. Er liebt die Türkei und fühlt sich dort wohl. Seine Leidenschaft ist das Segeln. Mit Hasan Akar wird er über seine eindrucksvolle Karriere und seine Begegnungen mit den Weltstars sprechen, über seine Beziehungen zur Türkei berichten und seine Meinungen zum Thema Integration und dem EU-Beitritt der Türkei schildern. Herr Jansson, ich darf Sie ganz herzlich zu meiner Sendung Perspektiv begrüßen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Herr Jansson, Sie sind ja mittlerweile 73 Jahre alt, aber sind weiterhin noch sehr aktiv. Können Sie es nicht anders oder müssen Sie noch arbeiten? Also, die Frage ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Ich kann es nicht anders, aber ich würde es in jedem Fall immer tun. Auch wenn ich Millionär wäre, würde ich es auch tun. Ich möchte nicht sagen, dass ich dieses Geld, was ich verdiene, nicht gebrauchen könnte. Das kann ich sogar sehr gut gebrauchen. Insofern ist die Frage mit einer Doppelantwort, glaube ich, gut beantwortet. Mhm. Vermissen Sie aber mittlerweile auch die großen Rollen, sage ich mal? Ja, das ist einfach altersbedingt. Ich würde mal sagen, in meinem Alter, da sind so die ganz großen Hauptrollen, die werden meistens von jüngeren Leuten gespielt. Aber es gibt sehr, sehr gute Rollen. Vor allen Dingen schätze ich das sehr, dass ich jetzt Rollen zu spielen bekomme, die ich früher nie gespielt habe. Ich habe früher eigentlich immer den Guten gespielt und den netten Schwiegersohn von nebenan. Und heute kriege ich dann doch mal so auch ein bisschen schrägere Geschichten zu spielen. Oder ich habe jetzt vor kurzem meinen Pfarrer gespielt, was mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Und solche Dinge habe ich natürlich früher nicht zu spielen gekriegt. Wie ist es mit der Erfahrung? Sie haben ja eine große Erfahrung natürlich. Zählt Erfahrung nicht mehr oder hat die Erfahrung nicht mehr so eine große Bedeutung? Doch, Erfahrung hat immer eine Bedeutung, das ist ganz klar. Meine Lebenserfahrung ist das, was man sich eben aneignet im Laufe des Lebens und was gerade bei älteren Leuten natürlich sehr geschätzt wird. Weil die haben gegenüber den Jungen ist das ein großer Vorteil, diese Lebenserfahrung, weil man doch Dinge sieht und weiß, die ein junger Mensch gar nicht wissen kann. Und insofern ist es auch falsch, wenn man immer darauf baut, dass alles nur auf junge Leute abgestellt wird. Ich glaube, auch im Betrieb, auch in der Wirtschaft jetzt mal, sind die älteren Leute von einer ganz großen Bedeutung. Und das darf man nicht unterschätzen. Und ich glaube auch, dass wir so im Laufe der Jahre, den Anfang haben wir ja schon gemacht, beziehungsweise der wird ja meistens in Amerika gemacht und der Trend kommt dann zu uns, dass man immer mehr Wert darauf legt, dass die älteren Leute auch besser wieder integriert werden in der Gesellschaft und auch, dass ihnen mehr Beachtung geschenkt wird, dass sie gehören ja auch zu den Leuten, die meistens das meiste Geld zum Ausgeben haben, ja, ob sie nun Rentner sind oder noch in Brot und Arbeit sind. Und das ist natürlich auch ein riesen Werbefaktor. Also all diese Gebiete, die lange vernachlässigt wurden, die werden jetzt eigentlich wiedererkannt. Und kommen manchmal zu Ihnen junge Menschen und möchten, dass Sie von den alten guten Zeiten erzählen? Ja, das passiert oft bei Kollegen, bei jüngeren Kollegen, wenn ich drehe und habe mit jüngeren Leuten zu tun, dann da habe ich übrigens zum ersten Mal gemerkt, dass ich alt werde, weil die haben mich dann mit so einer gewissen Ehrfurcht betrachtet. Und ja, alles, dass sie nicht auch noch eine Verbeugung gemacht hätten. Dann habe ich gesagt, oh Gott, das ist genauso, wie ich das früher gemacht habe, als ich mit so Größen wie Gustav Knuth oder Regisseuren wie Helmut Keutner zusammengearbeitet habe. Da war ich auch voller Ehrfurcht für diese Leute da und hätte eigentlich alles gemacht. Und weil man einfach auch im Filmgeschäft viel mehr Zeit hatte und viel mehr Muße hatte, Dinge zu entwickeln, die heute eben schnell passieren müssen. Was ist jetzt vor allem heute anders geworden? Ja, die Technik hat sich verbessert, insofern, dass wir, sagen wir mal,